Servus und hallo, liebe Freunde des gepflegten Gamings. Heute beschäftigen wir uns mit dem Landwirtschaftssimulator 2019. Das Thema ist gegliedert in folgende Bereiche. Woher habe ich meine Informationen? Was gibt es Neues, worauf können wir gespannt sein? Welche Inhalte bzw. welche Marken werden im LS19 vertreten sein oder worüber wir spekulieren können? Und wo ihr den Simulator selber antesten könnt. Wie gewohnt sage ich auch immer meine Meinung zu den einzelnen Bereichen her. Und dieses Bild und weitere Bilder sind nicht die fertigen Bilder. Das hier ist nur eine Konzeptart von mir selber. So, kommen wir zu den Informationen her. Der Landwirtschaftssimulator 19 erscheint dieses Jahr, also 2018, für PC und Konsolen. Und das wurde durch die offizielle Pressemitteilung von Focus Home Interactive bekannt gegeben. Darüber habe ich auch meine Quelle her. Und diese Pressemitteilung her verlinke ich euch in die Videobeschreibung. Achtung, liebe Freunde, diese Pressemitteilung ist in französischer Sprache. Entweder ihr müsst der französischen Sprache mächtig sein oder ihr benutzt einen Übersetzer. Aber das muss jeder selber entscheiden, welchen Nutzen und welches Wissen er daraus ziehen möchte. Ähnlich wie bei den Vorgängern des LS wird es auch so sein, dass eine zweijähriger Zyklus beibehalten wird. Das heißt, alle 2 Jahre kommt ein neuer Simulator. Das wird auch beibehalten. Viele sagen immer, ja, Giant soll sich ein bisschen mehr Zeit lassen, um mehr Inhalte rein zu produzieren und so weiter. Andere sagen, bring das Spiel schnell wie möglich raus her, aber manche, die beschweren sich dann, weil das und das nicht drin ist oder alles mögliche her. Liebe Leute, Giants und Focus Entertainment sowie die anderen, liebe Leute, die bei Giants und für das Spiel mitwirken, die machen das so, wie sie es richtig halten. Und ich hoffe, ihr versteht das auch. Es ist einfach so und versteht das. Dann haben wir zum nächsten Thema her, beschäftigen wir uns. Was hat sich denn so Neues getan im Simulator? Und zwar, ich kann euch schon mal so viel sagen, es hat sich einiges getan. Zum einen her wurde die viele Funktionen integriert im Spiel, dass es noch ein bisschen besser funktioniert. Hochwertigere Inhalte her. Da können wir auch sehr gespannt sein, liebe Freunde her. Könnt ihr aber gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr euch so ungefähr vorstellt, wünscht für den 19er. Oder welche Spekulationen ihr habt. Könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung hier rein, in die Kommentare reinknüppeln. Würde mich mal echt interessieren. So, unter anderem wird sich eine neue Grafik-Engine drum kümmern, wo die ganze Sorgfalt und Realismus und alles anhaucht für das Spiel her. Wo verspricht nahezu oder fast fotorealistisches Rendering. Das Problem ist jetzt in diesem Sinne her, du brauchst natürlich einen PC her, der das bewältigen kann. Klar, du kannst die Auflösung runterstellen her, aber dennoch spreche ich es auch drauf an. Weil viele Leute fragen mich im Stream, du, was hältst du davon, wenn ich mir einen PC kaufe für 300 Euro? Welchen PC kannst du mir empfehlen? Liebe Leute, ich spreche es an, ist gar kein Problem. Wenn ihr mal irgendwie Hilfe braucht bei einem PC zusammenstellen oder sowas, meldet euch in die Kommentare per Privatnachricht. Ihr findet mich im Discord, in Facebook und so weiter. Einfach eine Nachricht schreiben und dann schnacken wir drüber, ist gar kein Problem. Meine Meinung dazu ist, wenn ihr jetzt gerade so LS 17 zocken könnt, auf niedrigen Auflösungen, dann müsst ihr euch Gedanken machen über PC. Wenn ihr LS 19 gut spielen könnt, dann müsst ihr vielleicht auch Abstriche hier machen oder Auflösungen. Aber es sind noch keine offiziellen PC-Systemanforderungen vorhanden. Beschäftigt euch, wenn es dann Zeit dafür wird. Und für die Sachen für 300 Euro PC-Sachen auszugeben, ich sage es mal so, viel spart das Geld lieber und kauft ihr dann vielleicht einen 600 Euro PC oder sowas. Und das hat den Grund, wenn du einen PC für 300 Euro ungefähr kaufst, so roundabout, ist es meistens immer ein Büro-PC, der keine großen Anwendungen machen muss. Zum Beispiel nicht Videos schneiden, nicht Spiele spielen, sondern eher
Office-Sachen macht. Wie zum Beispiel in Office ein Dokument herschreiben oder sowas. Das sind kleinere Anwendungen wie ein Videoschnitt. Videoschnitt ist ziemlich aufwendig. Und deswegen her sage ich zu euch, spart lieber das Geld. Nicht nur wegen der Umwelt zuliebe her, sondern auch wegen eurem Geldbeutel. Weil wenn ihr jetzt erstmal 300 Euro ausgibt und nachher 600, dann seid ihr bei 900 Euro. Also spart das Geld lieber. Und wie gesagt, wenn ihr Hilfe braucht, einfach mich anschreiben. Ist gar kein Problem, kriegen wir hin. Und das ist dann auch das, was ich dann darauf ansprechen möchte. Und auch an die Leute ist ein Appell her, die wohl jetzt 300 Euro PC angenommen mal kaufen möchten her. Und auch für die Zuschauer, wo jetzt neu sind, dabei sind auf diesem Kanal her, erst immer reingucken oder sowas, ist gar kein Problem mehr. Einfach nachfragen. So, machen wir weiter mit dem nächsten Thema her. Was wir dann doch auch noch besprechen möchten her, es wird ein neues Future enthalten sein im 19er, das von den LS-Fans lange Zeit sehr erwartet wurde und ziemlich heiß drauf sind. Mir selber ist nicht bekannt, um welche Neuerung es sich handelt, aber das schauen wir dann einfach mal. Ihr könnt ja gerne mal dann in die Kommentare reinschreiben, was ihr vermutet, was es sein wird. Ich persönlich vermute mal, es wird sich irgendwas um den dynamischen Boden handeln, weil das ist ein Future, das wünscht man sich schon sehr lange und auch mit Thema Grafik-Engine her Sinn machen würde. Und sie haben auch, Giants hat schon ein bisschen Vorleistung gearbeitet. Zum Thema Grafik nochmal zurück zu sprechen kommen her, was ich ganz vergessen hatte, Giants muss natürlich gucken, dass sie natürlich mit der Grafik her auch auf dem aktuellen Niveau bleiben. Und es gibt einiges an Konkurrenz mittlerweile, was so langsam die Grafik her in LS ein bisschen alt wirken lässt. Deswegen finde ich den Schritt von Giants sehr gut, dass sie mit der Grafik her was tun. Haben sich auch viele gewünscht und ist auch ein berechtigtes Zukunft her. Und ihr könnt gespannt sein, was dann kommt. Und was vermutet ihr, wie gesagt, liebe Freunde? Schreibt es in die Kommentare, was da kommt. Und wie gesagt, zu dieser großen Neuerung ist mir selber auch nichts bekannt. So, als nächste Spekulation kam ja Glas. Auf der Agritechnica her und alles mögliche her und als das neues Lizenzpartner ist und in vielen Foren wird es behauptet, dass es eine neue Kooperation ist. Leute, ich möchte nur eins vorweg sagen. Die Angaben sind noch nicht offiziell bestätigt. Es wird diskutiert und man munkelt und man diskutiert. Ist ja auch gut. Darf man ja auch. Und finde ich auch gut, dass ihr solche Motivation dazu habt und euch damit beschäftigt. Aber ihr müsst natürlich bedenken, es sind Vermutungen. Wenn Glas mit Kooperation ins Spiel kommt, dann machen folgende Gerätetypen im Spiel Sinn. Zum einen Traktoren, die ganzen Xerion-Geschichten her. Das würde her Sinn machen, ist klar. Frontlader könnte man sich drum streiten, könnte auch sein, dass da wieder einer von Stoll drin kommt. Weil man kann ja die einfach. Mähdrescher, denke ich, dass da wenn dann was kommen wird. Dann Feldhäcksler, auf jeden Fall. Also Radlader, auf jeden Fall her, wenn Glas dabei ist. Mit der Neuentwicklung her und Teleskoplader sowieso. Seitdem sie mit Lieber zusammen sind, also es könnte schon sein her. Quaderballenpressen, denke ich auch, dass sie kommen. Hier vielleicht eine Auswahl her, vielleicht eine Wickelkombi oder sowas. Ich sag nur Kuhn DLC, da ist es ja auch eine Wickelkombi drin gewesen. Könnte sein, dass da auch eine mit Glas mit Wickelfolie kommt. Futter an den Maschinen, Disco und so weiter. Warum nicht? Häcksel, Futtermisch, oder Häckseltransportwagen oder sowas. Oder ein Cargos. Wie hier abgebildet, denke ich auch, dass es kommen wird. Sowas in der Richtung, denke ich ja weniger. Aber wir können gespannt sein, liebe Freunde. Was sich so tun wird. Weil
Das Portfolio ist groß. Das nächste Thema ist, was ich ansprechen möchte, Europa. Europa war ja auf der Agritechnica zu sehen. Unter anderem konnte man ja die exklusive Vorschau der Europa-Maus testen. Der Rübenmaus. Und ich vermute mal, wenn Europa dabei sein wird, weil es ist, hat man ja auch gesehen, denke ich, werden die auch mitspielen. Aber, ich sag's euch gleich vorneweg, ich vermute, Europa wird dann nicht nur mit der Maus an den Start gehen, sondern auch hinten mit dem gezogenen wird dabei sein und als mit dem Selbstfahrer ebenfalls auch, mit dem Dreiachser und mit dem Zweiachser Selbstfahrer. Also, ich denke mal, die werden schon dabei sein. Weil man sieht ja, was da passiert ist. Ihr könnt euch gerne mal im Internet das schlau machen. Ich habe jetzt gerade keine Bilder parat für euch, weil ich die Verwendung nicht nutzen darf. Könnt ihr aber gerne mal im Internet gucken, dann findet ihr auch Bilder dazu. So, kommen wir zum nächsten Thema. Wo kann man den Simulator antesten? Den Simulator könnt ihr selber antesten, entweder am 14. bis 15. Juli 2018 in Schwandorf und scheint dann eure Fragen dann zukommen lassen oder fragen. Ich selber muss schauen, vielleicht bin ich vor Ort, aber da werde ich dann noch ein separates Infovideo rausholen, dass ihr Bescheid wisst. Oder natürlich auf der Gamescom. Da könnt ihr es dann natürlich auch antesten im August dann. Und da werden natürlich dann auch weitere Inhalte bekannt sein, weil das Jahr ist noch jung. Ich finde es stark, dass innerhalb von so kurzer Zeit her jetzt schon die Informationen rausgehauen werden für den neuen Sender. Das heißt, wir können gespannt sein, liebe Freunde, was uns erwartet im neuen Sender. Und in diesem Sinne her wünsche ich euch einen hammergeilen Tag und vielen Dank für das Anschauen des Videos. Wenn es euch gefallen hat, ich brauch's nicht sagen. Wisst ihr, was zu tun ist. Und in diesem Sinne her, Mockout. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.